Lexi, geh mal raus hier. Hallo. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Vlog-Folge. Heute mal was anderes. Ja. Aus unserem großen Van. Christian. Ja. Oh Gott. Wir räumen ein bisschen um. Ja, wir räumen um. Heute geht es um unser Büro. Warum überhaupt ein Büro, wenn wir noch im Van irgendwann verbringen wollen? Ich glaube, wir müssen erstmal Ordnung schaffen, erstmal Strukturen schaffen, und dafür ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn wir uns erstmal eine Bürobasis schaffen. Genau, eine Bürobasis, wo wir zusammenarbeiten können und wo ich natürlich jetzt endlich auch mal meinen Zettelkram machen kann. Dazu später mehr. Seid gespannt. Jetzt räumen wir aber erstmal ein Büro ein. Jetzt geht's. Nachdem wir den Puff ausgeräumt haben, folgen als nächstes zwei Schreibtische made by Sweden. Made in Sweden. Wahrscheinlich nicht. Ist wahrscheinlich eher made in Bangkok. Das steht aber schon drauf. Ja. Ganz genau, wissen wir jetzt. Super. Made in Poland. Da haben wir es. Made in Poland, made by Ikea. Ach, ihr wisst schon. Das ist ja Papierverschwendung. Fünf Schrauben pro Bein. Vier Beine pro Tisch. Zwei wow. Tische. Macht. Mach hinne. 80 Schrauben. Was? 80 Schrauben? Das schneiden wir raus. Ja, Das ist Premiere für unseren Vlog, dass wir einen Vlog über Schreibtische machen. Yay! Diese Folge ist die Premiere, komm. Ja, das stimmt. Naja, fast jede. Öfter mal was Neues. Man sieht selten Schreibtische bei uns. Das stimmt. Jetzt demnächst öfter, vielleicht. Wow, ein Traum in Weiß. Toll, ich traue mich das gar nicht anzufassen. Es sieht aber so ein bisschen aus wie so ein Wartezimmer von einem Krankenhaus. Oder? Ja, ist sehr weiß, aber es kommen ja noch Sachen drauf. Ja, zum Glück haben wir eine braune Couch. Aber du musst noch mal da rauskommen. Unser gemeinsames Büro. Maren hat gerade eben noch kurz gesaugt und zack, alles schon fertig. Naja, fast. Es fehlen noch so ein paar Sachen. Dazu später mehr. Jetzt habe ich erstmal einen Arbeitsplatz, wo ich zum ersten Mal, also ich glaube, das ist mein erster Schreibtisch in meinem ganzen Leben. Und den werde ich jetzt direkt nutzen und etwas zu machen, was ich auch das erste Mal in meinem Leben tue. Aber ich zeige euch mal kurz was. So, denn ich zeige euch jetzt mal, wie ich meinen Schreibkram sortiere. Das heißt, Versicherungsbelege, Kontoauszüge und sowas. Und so mache ich das tatsächlich schon seit 20 Jahren. Und das muss ich tatsächlich ändern. Und jetzt zeige ich euch, warum sich das ändern muss. Mein ganzes Leben befindet sich in diesen zwei Schränken. Und da gucken wir doch jetzt mal rein, aber nur kurz. Geht schon gar nicht mehr auf. Ja, tatsächlich ist das, da ist alles drin, alles durcheinander. Ich muss jedes Mal suchen. Ich glaube, da liegen auch Fahrzeugbriefe drin und so was. Und das ist das Erste, was ich tatsächlich ändern muss. Weil wenn ich das alles geregelt kriege, dann habe ich schon mal
Ein bisschen Arbeit weniger tatsächlich. Also rauskramen, rüber zum Schreibtisch, umsortieren. Was willst du denn mit dem? Ich habe gerade so beim Durchgucken mal gesehen, so hier so sieht mein Scheidungsantrag aus. Oder hier, was habe ich gerade noch gesehen? Wichtige Unterlagen, Wahlamt, Gemeinde Simmerath. Oh, das ist schon, das ist glaube ich schon länger her, komplett verschlossen. Hier, deutsche Rentenversicherung 2015, komplett zu. Und das sind tatsächlich Dinge, die müssen sich jetzt ändern. Jetzt fange ich an, diesen ganzen Scheiß zu sortieren. Ich habe hier was ganz Tolles. So was nennt man Ringordner. Ist eine total geile Erfindung, um Sachen zu sortieren. Wirklich total toll, habe ich jetzt total neu entdeckt. Für alle, die das noch nicht kennen, verlinke ich unten. Amazon-Link kosten 20 Stück 16 Euro oder so. Damit fange ich jetzt an, diesen ganzen Schwachsinn da einzusortieren. Und dann gucken wir mal. Oh, es wird schon dunkel, die Grillen zirpen. Die Grillen grillen. Mir fällt gerade auf, wenn man hier so durchgeht, durch wirklich ziemlich alten Kram, kommt natürlich auch ziemlich alter Kram wieder hoch. Besonders so Trennungsgeschichten oder das Mieten der ersten Wohnung. Ist immer nicht nur schwer, manchmal Dinge wegzutun, sondern überhaupt sich die einfach mal anzuschauen. Ein wahrer Blick in die Vergangenheit. Back to the future. Maren! Was denn? Komm, wir müssen das letzte Stück meines Büros jetzt aufhängen. Das Wichtigste überhaupt. The Whiteboard. The Whiteboard. Los. Hinhalten. Hinhalten. Ja, tolle Idee mit der Couch. Was hat? Beste. Beste Idee. Also ihm gefällt. Du musst das mal mittags sehen. Der wird wahrscheinlich mittags hier liegen in der Sonne. Oh ja, toll. Unser kleines Büro fertig. Yeah. Yeah. Ich sehe dich nicht. Ja, hi. Oh Gott, was ist das? Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt endlich fertig geworden. Weitestgehend. Ich habe den ersten Kram schon von mir sortiert, was natürlich sehr, sehr wichtig ist. Was sagst du denn überhaupt dazu? Ist das wichtig? Kram zu sortieren? Mhm. Klar. Das ist das A und O, also und das B und C, also na, natürlich ist das wichtig, also du musst ja erstmal einen Überblick haben, was du alles hast und was alles da ist und was du alles brauchst und wo du was findest und so. Ja, ich fühle mich jetzt zumindest schon mal einen Schritt weit mehr gewappnet, Büro ist fertig, es ist alles so ein bisschen sortiert und jetzt kann es eigentlich losgehen und dann kommen wir natürlich auch schon direkt zur ersten Frage, die wir euch jetzt stellen. Die ihr uns, wenn es nett wäre, in den Kommentaren beantwortet, wollt ihr mehr davon sehen? Wollt ihr mehr davon sehen, wie wir den Weg in die Selbstständigkeit machen? Natürlich dürft ihr nicht vergessen, das Vanlife wird natürlich nicht aufhören. Das ist ein Vanlife-Kanal, aber der
ein Teil unseres Lebens wird sich wahrscheinlich hier abspielen, oder? Vor allem ein Teil von Road and Board oder ein ganz wesentlicher sogar. Ja, wird sich tatsächlich hier abspielen. Genau, hier nochmal die Frage, wollt ihr mehr von unserem Weg in die Selbstständigkeit sehen oder sagt ihr, nee, lieber mehr Vanlife, lieber mehr Bob, was natürlich in Zukunft nicht ausbleiben wird, denn nächstes Jahr oder schon bald werden wir viel Zeit im Bob verbringen, da verraten wir aber noch nicht ganz so viel. Ihr Lieben, schön, dass ihr an dieser ungewöhnlichen Folge dabei wart. Nächste Woche wieder Vanlife. Yay! Yay, Gott sei Dank. Das obligatorische Tschö darf natürlich nicht fehlen. 3, 2, 1. Tschö!